Hallo zusammen und herzlich willkommen am Team Schwabobos. Es ist mal wieder soweit, alle Jahre wieder, also in diesem Fall alle 2 Jahre, kommt eine neue Warhammer-Zeitschrift raus. Ein neues Abo, mit dem ihr in dieses Hobby einsteigen könnt. Zum ersten Mal ist es nicht Warhammer 40.000, sondern es ist Warhammer Age of Sigmar. Und das Ganze nennt sich Warhammer Age of Sigmar und wie heißt die? Stormbringer. Genau, das Heftchen heißt Stormbringer. Vor ziemlich genau 2 Jahren kam Warhammer Imperium raus für 40.000. Haben wir auch schon ein Review drüber gemacht. Und das ist im Endeffekt das gleiche Abo-Modell. Was ich gleich sagen möchte, was ich gut finde, der Preis von 2,99 € hat sich in den letzten 2 Jahren nicht verändert. Finde ich gut. Muss man heutzutage auch nicht machen. Aber hier ist es so geblieben. Finde ich klasse. Von der Aufmachung her ist es eigentlich so wie immer. Du hast die Miniaturen in der ersten Box und eine Zeitschrift, wo alles erklärt. Vor 4 Jahren kam dann Warhammer Conquest, die Zeitschrift. Da gingen sie sogar noch einen Schritt weiter, was ich sehr gut fand. Da war in der ersten Ausgabe ein Pinsel und Farbe. Also man konnte gleich loslegen. Hier sind jetzt nur Miniaturen dabei, sonst nichts. Und Würfel. Würfel sind immer gut. Und also wenn man voller Tatendrang ist, kann man hiermit noch nicht viel anfangen. Aber ich rede schon wieder zu viel. Ich würde sagen, wir gehen mal an den Tisch und packen mal alles aus. So, wie gerade eben schon gezeigt, haben wir hier die volle Ansicht. Warhammer Stormbringer. Da sieht man auch eine Abbildung der beiden Miniaturen. Also es sind insgesamt 3 Miniaturen, die sogar drin sind. Einmal irgendein Stormcast Eternal Priester in... Und 2 von diesen magersüchtigen Orks, ich weiß gar nicht, wie die heißen, weil ich kenne mich im Age of Sigmar-Universum leider überhaupt nicht aus. Habe ich mich nie großartig mit beschäftigt. Und von daher, keine Ahnung. Hier seht ihr auch die Miniaturen. Der gewohnte Citadel-Standard, Würfel und die Bases. Drehen wir mal das Ganze um. Da wird wahrscheinlich viel Werbung drauf sein. Genau. Hier sieht man aber auch gleich, Ausgabe 2 kostet schon 6,99 €. Sind aber auch 10 Miniaturen drin. Wandstreiße, okay. Sagt mir nichts. Dann Ausgabe 3 sind 5 Stormcast Eternals drin. Vindiktoren, okay. Cool. Und Ausgabe 4 kommen dann Farben, 4 Stück und Pinsel. Aber ich habe schon gesehen, Ausgabe 4 kostet dann 10,99 €. Ist okay. Finde ich gut, wenn man sich die ersten 4 Heftchen holt, hat man eigentlich schon eine kleine Armee, mit der man auf jeden Fall auf dem Tisch ein bisschen spielen kann. Ja, also finde ich okay. Man könnte aber auch die Miniaturen, also auch diese ersten 4 Ausgaben, dann später für Warcry nutzen. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich packe das mal aus und dann schauen wir uns das genauer an. Gut. Fangen wir gleich mit dem Wichtigsten an, die Miniaturen. Wie gesagt, einmal so diese Stormcast Eternal, Priesterin. Die finde ich schon sehr, sehr gelungen. Also gefällt mir sehr gut. Und diese 2, ich nenne sie jetzt einfach mal Orks, weil ich keine Ahnung habe, wie diese Typen wirklich heißen. Ja, hier auf dem Base des Orks sieht man auch einen toten Stormcast. Finde ich klasse. Macht auf jeden Fall was her. Dann Würfel. Ja, wäre sogar okay, wenn es ein Space Marine wäre. Und die beiden Bases. Ist nichts Besonderes, aber gehört dazu. So. Kommen wir zu der Zeitschrift. Ich fange es einfach mal an. Hier ist auch gelocht, könnt ihr sehen. Wir haben hier einmal die Zeitschrift an sich, dann Werbung, was man alles für sein Abo bekommt. Das Abo wird alle 6 Wochen ausgeliefert, habe ich gelesen. Ein Heftchen kostet 10,99 € ab der 4. Ausgabe. Wenn man ein Abo abschließt, bekommt man die 3. Ausgabe erstmal geschenkt. Und wenn man 2 € Aufschlag in Kauf nimmt, bekommt man ein Premium-Abo. Dann kriegt man noch mehr geschenkt.
Aber diese Geschenke gibt es hier auch, wenn man ein normales Abo abschließt. Hier mit der Erstlieferung kriegt man zum Beispiel dann, ja, ist auch, wenn man nur das Abo abschließt, kriegst du dann einen Seitenschneider, einen Krater und Plastikkleber. Mit der zweiten Lieferung dann den Ringordner. Mit der dritten Lieferung finde ich ganz cool, eine Tasse mit Thermoeffekt. Also da frühes Aufstehen, schwarze Tasse, heißen Kaffee rein, dann eine Stormcast Eternal Tasse. Und dann mit der siebten Lieferung bekommt man Hagok, der sieht auch sehr cool aus. Ist ein Ork, aber mit der fünften Lieferung bekommt man erst die Pinsel. Das finde ich ein bisschen schade, weil die Pinsel braucht man doch als erstes. So, Pinsel hätten hier mit der ersten Lieferung und oder gleich dazu. Ja, wahrscheinlich haben sie Angst, zu viel zu verschenken, dass dann die Leute abspringen. So wollen sie ein bisschen bei der Stange halten, wahrscheinlich. Ja. Und ja, wie gesagt, vorhin schon, Ausgabe 2, Ausgabe 3. Ja. Und hier sieht man es auch nochmal, wenn man das Abo abschließt, Ausgabe 3 geschenkt. Gut. Gehen wir weiter. Und hier sind die exklusiven Vorteile. Ja, Werbung. Hier, send mich ein. Man kann es aber online natürlich abschließen. Und hier sind diese Premium-Abos genau. Wenn man 2 Euro drauflegt, bekommt man im Laufe dieses Abonnements, ich weiß zwar nicht, ab welcher Ausgabe, es wird wahrscheinlich erst am Ende kommen, als Premium-Abonnent erhalten Sie exklusiv Premium-Sets mit der 4., 7., 10. und 13. Lieferung. Lieferungen sind alle 6 Wochen. Also das ist schon ein bisschen was. Also, ja, also hier nach 60 Wochen kriegst du dann zum Beispiel eine dieser Lieferungen. Ja. Ja, ist eine lange Wartezeit. Also muss man schon tapfer durchhalten. Aber es sind geile Modelle. Also ich finde die zwei hier schon sehr geil. Und die Trolle finde ich auch geil. Aber deswegen würde ich jetzt kein Premium-Abo abschließen. Weil ich erstens nicht so lange auf die Modelle warten wollen würde. Und zweitens ist es dann schon ein gute Batze Geld, würde ich mal behaupten, gell? Naja. Gehen wir weiter. Das finde ich ja richtig cool. So wie es aussieht, sind das deine Armee-Truppen der Ordnung. Sind es Armeelisten? Sieht fast so aus, gell? Aber gebaut. Kann man es für sich abhaken. Das ist dann dein Inventar. Kannst du dann hier abhaken, ob du es schon zusammengebaut hast, bemalt und schon gespielt hast. Mhm. Und so wie es aussieht, kannst du hier dann dieser Einheit noch extra Namen geben. Ja, die Armee der Truppen der Zerstörung. Es ist schon was. Also schon ordentlich, was man da bekommt. Und natürlich ist es in diesem Abonnement auch günstiger, als wenn man es einzeln im Laden kauft. Also ich habe es jetzt bei diesem Modell jetzt noch nicht durchgerechnet. Beim Conquest waren es dann, glaube ich, Miniaturen im Wert von knapp 2000 Euro für 800 Euro. Aber bitte nagel mich jetzt nicht darauf fest. Also es war schon wirklich gut günstig. Also es war cool. Und so wird es hier auch sein. Ein idealer Einstieg fürs Hobby. Das finde ich ganz neckisch hier. So kann man auch dann vor seinen Freunden flexen. Guck mal, was ich schon alles abgehakt habe. Ja, aber jetzt kein Muss. Ist hier doch, hier ist dann die Armee Truppen der Ordnung. Auch cool. Richtig cool. Viele Modelle. Wenn man das alles hat, hat man zwei komplette Armeen. Weiter geht's. Ein Spielfeld. Mhm. Oh, das ist ja sogar groß. Aber was diese Ringe hier drauf sollen, keine Ahnung. Das hat die Größe von einem Warcry-Schlachtfeld. Das finde ich sehr gut. Die Ringe irritieren mich jetzt ein bisschen. Keine Ahnung. Auf der Rückseite ist dann Wüste. Die finde ich jetzt optisch nicht so schön. Aber hat keine Ringe. Upsala. Das gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Aber diese Ringe gefallen mir nicht. Schade. Also wenn die Ringe nicht wären, sähe das mega aus. Könnte man sich das sogar überlegen, auf irgendein Brett zu kleben, Lack drüber und dann hätte man ein richtiges Spielfeld. Aber so mit den Ringen, schade. Aber so gefällt mir das optisch richtig gut.
Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie sowas wieder zupacken. So, lass mich das gerade mal hier wieder verwurschteln. Warte, erst so. Ja, genau. So, was haben wir hier? Mit Gratis-Poster. Auf Poster stehe ich ja. Das Poster zum Aufklappen. Ja, hier ist dann nochmal der ganze Inhalt, nochmal Werbung. Oh, das sind die Farben, die man über dieses Abonnement bekommt. Das sind auch nicht wenige. Cool. Richtig cool. Ja, ich stehe auf solche Abos. Das ist nicht schlecht. Und hier, oh, das zeige ich euch später nochmal in der Totalen. So geht es ja unter jetzt hier. Gut. Dann schauen wir uns mal die Zeitschrift an. Dann fangen wir einfach mal an. Willkommen im Zeitalter des Sigmas. Ja, hier wird dann wahrscheinlich viel Fluff erklärt. Genau. Ja, die Seiten kann man auch leicht rauslösen. Ja, das hat schon sehr viel von Space Marine. Hier, das ist ja die absolute Captain America Pose. Ich finde nur noch, dass hier ein Schild wäre mit Sternen drauf. Moorpirscher, okay. Okay, weiß ich jetzt nicht, warum man das umnennen musste. Wahrscheinlich, weil sie mit dem Namen machen können, was sie wollen. Bei Ork ist das ja, da bedienen sich ja mehrere Leute dran. Auch Tolkien. Gut, Fluff, Fluff, Fluff. Ritter Arcanium. Ah, hier kann man dann Namen auswürfeln. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hier bei den Moorpirschern auch. Komm, wir würfeln mal einen aus. Die 4 wäre dann Morgur. Aha. Naja. Ah ja, kommt noch Nachnamen. Ah ja, Morgur. Fieszahn. Ja, ist neckisch, finde ich cool. Wenn man da nicht affin für ist und sich solche Namen nicht ausdenken kann, ist so eine Tabelle immer ganz witzig. Finde ich gut. Dann haben wir hier die Bauanleitung. Leider nur mit den Werkzeugen, die du übers Abo bekommst. Also wenn du dir diese Zeitschrift im Zeitschriftenhandel kaufst, musst du dir sowas selbst besorgen. Ist halt so. Ja. Schöne Bauanleitung, wie bei Citadel, wie man es gewohnt ist. Und dann geht schon los mit der Malanleitung. Finde ich gut. Aber das ist nicht auf die Modelle. Sind nicht die Modelle, die hier in der Zeitschrift sind. Und auch nur die Stormcast bis jetzt. Ja. Die Morfuzis haben jetzt gar keine Bemalung, oder? Habe ich es übersehen? Nö. Vorsichtiges Bemalen. Okay. Kein Spiel wie kein anderes. Ein Spiel wie kein anderes. Ein Spiel wie kein anderes. Bemalanleitung. Für jedes Modell, das du im Song hast, gibt es eine Bemalanleitung, die Schritt für Schritt zeigt, wie du es bemalst. Okay. Dann muss man halt warten, bis die anderen Zeitschriften rauskommen. Aber es gibt ja auch mittlerweile YouTube und das Internet. Und da kann man sich schöne Bemaltutorials angucken. Zum Beispiel beim Chef Oberboss. Da gibt es ein tolles Bemaltutorial für Stormcast Eternals und Orks sowieso. Ob die jetzt kräftiger oder dünner sind, ist ja egal. Ja. Also ich werde sie auf jeden Fall für meine Warband für Warcry nehmen, weil sie gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und hier werden dann Regeln erklärt. Okay, diese Kreise haben anscheinend irgendwas mit Aufstellung zu tun. So ist das. Und nochmal Werbung. Nochmal Werbung. Was haben wir hier? Coupon für Ihren Zeitschriftenhändler. Ah, da kann man dann zum Zeitschriftenhändler gehen und sagen, hier, bitte stell mir auf jeden Fall diese Zeitschriften. Ist okay. Und hier unten hat man in der Ecke zum Ausschneiden Wundmarker. Hier oben auch, in jeder Ecke sehe ich gerade. Ja. Ist okay. Hinten drauf nochmal Werbung für die nächsten Ausgaben, damit einem der Sabber im Mund zusammenläuft. Ne, sind schon cool.
Sind es Frauen oder warum sind die so arg dünn? Ich weiß es nicht. Sind irgendwie alle hier auf Sparflamme mittlerweile. Die Orks sind dünn, die Eternals sind dünn. Huiuiui, nur der Putze wird dicker. So, mein Fazit zu dieser Zeitschrift. Ich finde sowas immer klasse. Ich erzähle es euch jetzt schon zum dritten Mal, aber es ist egal. Ich habe im Jahre 2000, lange ist es her, mit so einem Zeitschriften-Abo meinen Weg ins Tabletop gefunden. Ich habe vorher schon Brettspiele gespielt, HeroQuest und sowas, ein bisschen Claymore-Saga, aber das, so ein Abo, war mein Einstieg in dieses Hobby. Und daher finde ich es immer eine gute Sache. Tipptopp, du bist Neuansteiger oder man ist ein alter Hase und möchte eine Armee anfangen. Oder wie ich zum Beispiel ein komplett neues System wie Age of Sigmar, weil ich tendiere echt dazu, dieses Abo abzuschließen, weil ich habe kein Age of Sigmar und eventuell hole ich es mir. Weil, warum nicht? Neues System, neue Miniaturen. Vielleicht mache ich es. Ich spreche es mal mit dem Chef Urboss ab. Vielleicht teilen wir uns das Abo. Er übernimmt die Grünhäuter, ich die Stormcast. Vielleicht hat er Bock drauf. Von daher gibt es von mir eine Empfehlung für dieses Abonnement, für diese Zeitschrift, wenn man Bock auf Age of Sigmar hat. Und jetzt kommen wir noch zum Poster. Weil Poster sind immer gut, das kommt auch ins Zimmer. Und das sieht schon geil aus. Also, mir gefällt es richtig, richtig gut. Es hat ein bisschen was von Fulgrim, finde ich, aus Warhammer 40k. Oder 30.000, Horus Heresy, 30k. Bisschen so hier hat der Typ was, aber ist ja ein Stormcast. Ist ein Stormcast. Ja, kommt auf jeden Fall ins Zimmer, ist schön. Ansonsten habe ich nichts mehr zu erzählen. Hier war der Putze auf dem Kanal vom Chef Oberboss. Bis demnächst.